Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zum Neueinjournal. Schön, dass Sie wieder hier bei uns ins Regionalfernsehen aus Neubrandenburg reinschauen. Beginnen wollen wir unsere Sendung gleich mit der positiven Bilanz der Bikerspendenfahrt 2023. Da rollen sie heran, die Biker auf ihrer Spendenfahrt. Es ist mittlerweile die 10. Tour für den guten Zweck und wie in all den Jahren zuvor darf ein Stopp am Bethaniencenter Neubrandenburg nicht fehlen. Mehrere Stationen innerhalb der Vier-Tore-Stadt hat der Tross bereits abgefahren, zahlreiche Geld- und Sachspenden eingesammelt. Traditionell werden sie Kindern aus der Region zugutekommen. Auch das Management und die Werbegemeinschaft des Bethaniencenters haben weder Kosten noch Mühen gescheut, um einen beträchtlichen Teil zum Gelingen der Tour beizutragen. Plüschtiere, Fahrräder, HiFi-Geräte warten darauf, abgeholt zu werden. Ausgewählt nach einer Wunschliste der Kinder. Neben zahlreichen Sachspenden kümmert sich das Center um die Öffentlichkeitsarbeit der Tour und hat darüber hinaus auch die Kunden zum Spenden eingeladen. Gut 723 Euro trugen die Centerbesucher über die eigens aufgestellte Spendenbox zum Gesamtbetrag bei. Andreas Meyer, der Initiator der Biker Spendenfahrt, darf sich nicht nur über eine große Spendenbereitschaft freuen, sondern auch über einen neuen Bestwert bei der Teilnehmerzahl. Also wir haben, glaube ich, den Rekord gebrochen. Aber wir hatten heute Morgen auch schon Besuch von der Polizei. Und die haben gesagt, wir können es so machen, weil wir genügend Blocker bei haben. Und wir haben alles bis jetzt gut überstanden. Und nach Neustrelitz kommen wir auch noch gesund rüber. Denn dort warten die Spendenempfänger. Bevor es jedoch soweit ist, gilt es noch eine letzte Station abzuklappern. Weit mehr als 200 Maschinen röhren durch die Residenzstadt. Darunter Bikes, Trikes und Quads. Letzte Spenden werden eingeladen, dann geht es auf in Richtung Innenstadt. Musik 2018 hatte die Einrichtung schon einmal die Erlöse der Bikerspendenfahrt erhalten. Nun darf sich das katholische Kinder- und Jugendhaus St. Elisabeth erneut über Geschenke freuen. Entsprechend sehnsüchtig werden die Biker hier erwartet. Jetzt kann ausgeladen und zusammengezählt werden. 3.600 Euro an Sachspenden und ein Geldbetrag von 6.700 Euro stehen am Ende zu Buche. Über 10.000 Euro für das Neustrelitzer Kinder- und Jugendhaus. Wir freuen uns total, weil wir haben natürlich auch ein paar Pläne für den Sommer. Wir möchten mit unseren Kindern eine Ferienfahrt machen an die Ostsee und sind da natürlich darauf angewiesen, dass da auch ein bisschen Spenden bei rumkommen, weil sowas einfach nicht, sag ich mal, die große Finanzierung findet. Und ja, wir freuen uns total darüber und auch über die Sachspenden. Die Kinder sind schon ganz aufgeregt. Eben beim Reintragen haben die sich total gefreut darüber. Das ist für uns als Haus, als würde Weihnachten und Ostern aufeinanderfallen gefühlt. Man sieht in lächelnde Gesichter der Kinder und Jugendlichen hier und auch der Mitarbeiter, die das Ganze ja miterleben mit den Kindern zusammen. Das spürt man ja in jeder Faser. Es ist überwältigend, kann ich nur noch mal sagen, was hier aufgeboten wurde an Motorrädern, an Menschen, an Haltung und Herzlichkeit. Ich bin einfach wirklich, wirklich unglaublich glücklich, dass das hier geschehen kann. 2024 gehen die Biker für den guten Zweck erneut auf Tour. Spendenempfänger im nächsten Jahr ist die Kinderklinik in Neubrandenburg. Bevor wir nach einer kleinen Pause in einem Lötzer Werbetechnikunternehmen vorbeischauen und gemeinsam mit Fotograf Günter Knob einen Ausblick auf seine Ausstellung in der Neubrandenburger City-Galerie gewähren, haben wir jetzt noch einige kurze Meldungen. Laut dem Apothekenwirtschaftsbericht 2023 ist die Zahl der Apotheken auf eine Marke von unter 18.000 gefallen. Auch in Neubrandenburg müssen immer mehr Filialen aufgrund von steigendem Kostendruck und höheren Tariflöhnen schließen. Um über die alarmierende Lage zu informieren, hat der Inhaber der Marienapotheke, Erik Schumacher, den Bundestagsabgeordneten Erik von Malotki zum Gespräch eingeladen. Wir brauchen eine Zukunftsperspektive für uns. Wir müssen wissen, die Apotheke in Deutschland ist gewollt, ja, weil wir leisten hier eine gute Arbeit. Das machen wir auch gerne, aber wir müssen natürlich auch ein Signal kriegen, dass wir es auch in Zukunft weiter dürfen, ne, in 10, 20 Jahren. Natürlich so ausreichend, dass alle davon leben können
und dass wir auch in die Betriebe investieren können. Ne? Wir sind bereit, neue Aufgaben zu übernehmen, auch im Bereich der pharmazeutischen Dienstleistungen und anderen Sachen, die dort im Gespräch sind und gefunden werden müssen. Aber dafür müssen wir auch eine Zukunftsvision haben. Für das Jahr 2023 prognostiziert der Deutsche Apothekerverband eine Mehrbelastung von 10.000 Euro pro durchschnittliche Apotheke, allein aufgrund höherer Tariflöhne. Zusätzlich führt der erhöhte Apothekenabschlag zugunsten der gesetzlichen Krankenversicherung zu einer Mehrbelastung von 6.000 Euro pro Jahr für jede Apotheke. Zeit, dass sich die Politik dem Thema annimmt. Also es ist natürlich besorgniserregend. Gerade im ländlichen Raum wollen wir eigentlich, dass die inhaberbetriebenen Apotheken erhalten bleiben müssen. Das ist wichtig für die Kundinnen und Kunden, die Patienten, vor allen Dingen aber auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Wir wollen, glaube ich, keine Ketten und wir wollen keine Ausdünnung. Und deswegen finde ich das total richtig, dass er da eine Initiative gestartet hat. Wir müssen natürlich gucken, was können wir machen, wo kommt das Geld her, wie immer. Aber ich finde, wir sollten da was tun. Lieferengpässe, Personalnot und jahrelange Unterfinanzierung der Apotheken haben zu der aktuellen Situation geführt. Dagegen will die Branche nun deutschlandweit demonstrieren. Zum Tag der Pflege hat die Branche Alarm geschlagen, denn viele private Pflegedienste stehen vor dem wirtschaftlichen Aus. Das hängt vor allem mit den steigenden Personalkosten zusammen, die von den Kranken- und Pflegekassen nicht in voller Höhe refinanziert werden. Viele der kleinen Pflegedienste müssen vorfinanzieren und das führt bei vielen zur Insolvenz. Mehrere Pflegedienste aus der Region haben sich nun zusammengeschlossen und prangern diese Missstände an. Ein wichtiges Thema ist dabei auch die Situation der Patienten, die aufgrund enorm gestiegener Zuzahlungen oft nur noch die nötigsten Leistungen in Anspruch nehmen können. Eine dramatische Entwicklung. Denn dadurch ist vielen pflegebedürftigen Menschen nicht mehr möglich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Initiative Pflege in Not will diese Abwärtsspirale aufhalten und plant Protestaktionen, um mehr Unterstützung seitens der Politik herbeizuführen. Auf einer Länge von 400 Metern werden Fotos aus dem Alltag der Hochschule Neubrandenburg ausgestellt. Insgesamt 24 Motive wurden dafür auf 1,70 m x 3,30 m großen Planen an Bauzäunen befestigt. Das zentrale Anliegen ist, einfach Hochschule erlebbar zu machen, sichtbar zu machen in der Stadt. Die Hochschule selbst mit ihrem Campus befindet sich ja am Innenstadtrand in der Rostocker Straße und so gar nicht so täglich sichtbar für viele. Aber wir nutzen einfach die Gelegenheit, hier auch im Rahmen der 775 Jahre nicht nur Teil des Festes zu sein, sondern den Menschen einfach das Studieren, das Leben und Arbeiten an der Hochschule zu vermitteln. Die Fotoausstellung der Hochschule Neubrandenburg auf dem Boulevard ist noch bis zum 2. Juni 2023 zu sehen. Sicher, sauber, trocken. Ob privat oder gewerblich. Schon ab 35 Euro im Monat. Mein Citylager hat für alles die passende Box. Clever Mieten in Neubrandenburg unter meincitylager.de. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen.
Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Frische Produkte in Bioqualität zu fairen Preisen. Individuell online zusammenstellbar. Per Lieferservice direkt vor die Haustür. Der Biomarkt Neubrandenburg. Beiträge rund ums Wohnen in Neubrandenburg. Monatlich neu, zu sehen täglich. Hier auf Neu 1. Das Neuwoges-Magazin. Die Neubrandenburger City Galerie bietet 12 Wochen lang wechselnde Ausstellungen und damit eine attraktive Bereicherung in der Innenstadt. Mit Fotograf Günter Knop startet diese Veranstaltungsreihe schon in ihre zweite Hälfte. Und da Günter Knop hier bei uns um die Ecke seine künstlerische Heimat hat, haben wir ihn gleich dort besucht. Wer sich für professionelle Aktfotografie interessiert, der kommt an den Bildern von Günter Knop nicht vorbei. Der Fotograf lebte über 2 Jahrzehnte lang in New York und hatte in Manhattan sein eigenes Studio. Dort entstanden seine legendären Aktfotografien. Ich habe also die Damen auf der Straße angesprochen, habe gesagt, hier ist meine Karte, schaut mal, was ich mache auf dem Internet. Wenn es euch gefällt, ruft mich an. Und über die Jahre sind immer mehr Leute auf meinen Aufruf gefolgt und dementsprechend habe ich eben sehr viele Schwarze, Weiße, Asiaten, alles. Und es ist nur eine Persönlichkeitsfrage, die wichtig ist, um ein schönes Bild zu kreieren. Alles Amateure, keine Professionellen. Über 30 Jahre professionelle Fotografie. Da kommt so einiges zusammen. Eine kleine Auswahl seiner Arbeiten stellt er nun in der City Galerie aus. Alles in Schwarz-Weiß. Das Wichtige, finde ich, ist, wenn man schwarz-weiß fotografiert, müssen die Linien stimmen, das Grafische. Nicht im Sinne des Aktes grafisch, sondern im Sinne des Aufbaus, Sets und wie die Person integriert ist in dem Bild. Günter Knop ist für seine Motive in der ganzen Welt unterwegs. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet er in Neubrandenburg, gebürtig aber ist der Fotograf ein Hanseat. Ich bin Bremer in 4 Generationen, aber ich fühle mich zu Hause in Neubrandenburg. Mir sagt das, wie sagt man das, die Menschlichkeit zu, die man hier in Neubrandenburg findet. Natürlich, überall gibt es Pro und Cons und alles hat Vor- und Nachteile, aber die Menschen hier in Neubrandenburg oder in Mecklenburg-Vorpommern sind nicht so schwierig, wie man sie beschreibt. Vom 19. bis 26. Mai sind die Werke von Günter Knop zu sehen. In der City-Galerie, Turmstraße 10 in Neubrandenburg. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für unser Magazin Wirtschaftsfenster MV waren wir kürzlich in der kleinen Stadt Lötz und haben dort ein beeindruckendes Unternehmen besucht. Am Rande der kleinen vorpommerschen Stadt Lötz ist ein seit Jahrzehnten erfolgreich arbeitender Betrieb angesiedelt. Handwerk, Erfahrung und Vielseitigkeit sind Kernkompetenzen des Unternehmens Werbung Schröder. Ja, Werbung Schröder ist ein alteingesessener Familienbetrieb hier in Lötz. Wir sind jetzt mittlerweile im 33. Jahr und wir machen alles rund um die Werbetechnik. Also von Lichtreklame, Druckerzeugnisse, Fahrzeugbeschriftung, Textilveredelung, alles was dazu gehört, bekommt der Kunde von uns. Vom Entwurf, also Grafikleistung, über Produktion, Montage dann beim Kunden und wenn es sein muss, natürlich auch mal Wartung, Reparaturarbeiten. Was Doreen Schröders Schwiegervater in der Garage begann, ist bis heute zu einem 30-Kollegen-Betrieb herangewachsen. Die Kunden und Projekte wurden größer. Das familiäre Arbeitsklima blieb.
Die klassische Werbetechnik wird im Unternehmen begleitet und ergänzt durch Gewerke wie Elektrotechnik, Metallbau, Lackiererei oder Tischlerei. Kundenwünsche aus ganz Deutschland können so in hoher Qualität und mit individuellen Lösungen erfüllt werden. Das Wachstum des Unternehmens unterstützten schon mehrfach auch Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Ein wichtiges Instrument, für das man hier sehr dankbar ist, weil es zukunftssichernde Investitionen erleichtert. Ja, und unser letztes Förderprojekt war eine Buchstabenbiegemaschine, die wir gefördert bekommen haben. Und darüber freuen wir uns auch sehr, weil es für uns auch eine sehr innovative Maschine ist und hier die Prozesse im Unternehmen auch massiv geändert hat und zu einer Veränderung geführt hat. Eine Veränderung im positiven Sinne. Was früher per Hand zurechtgebogen und gekantet werden musste, erledigt nun präzise und automatisiert diese Maschine. Eine zu 50% EFRE geförderte Investition von rund 65.000 Euro, die also noch mehr Schnelligkeit und Flexibilität ermöglicht. Vorteile, welche nicht zuletzt auch die Kundschaft von Rügen bis Bayern an Werbung Schröder zu schätzen wissen wird. Das Wetter auf Neu-1 wird Ihnen präsentiert von der Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft Neuwoba. Das Wetter auf Neu-1 wurde Ihnen präsentiert von der Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft Neuwoba. Mit den Wetteraussichten sind wir am Ende dieser Ausgabe angelangt. Gleich im Anschluss gibt es das Wirtschaftsfenster MV, darin auch ein Blick in die Kita Noahs kleine Strolche in Waren-Müritz. Also bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.